Moinsen, ich habe mir mal drei Smartphones rausgesucht, die unter 200 Euro kosten und die technisch echt was auf dem Kasten haben. Ich habe sie nicht persönlich getestet, aber mir die Bewertung angeschaut und die technischen Daten. Es ist für keins eine Werbung, also ich bekomme kein Geld, ich habe mir die einfach nur angeschaut. Wenn euch interessiert, welche Smartphones darunter sind, bleibt dran! Das erste Gerät, was ich gefunden habe, kommt von einer Marke, mit der habe ich nicht direkt gerechnet, nämlich Motorola. Früher waren sie sehr bekannt für die Moto G-Geräte und jetzt haben sie das Moto G30 vorgestellt, beziehungsweise auf den Markt gebracht. Das ist ein Gerät, das gibt es nur Amazon exklusiv, also nur Amazon vertreibt das. Ich fange mal mit dem Display an, das ist ein 6,5 Zoll Display mit 90 Hertz Wiederholrate. Wir haben 128 GB integrierten Speicher, den könnt ihr erweitern mit einer MicroSD-Karte bis zu 512 GB. Und dann könnt ihr theoretisch sogar zwei SIM-Karten reintun, aber nur entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Speicherkarte. In dem Fall ist es ein 5000 mAh Akku, den könnt ihr mit bis zu 20 Watt aufladen, das heißt 2 Watt mehr als die aktuellen iPhones. Motorola sagt zwar, dass das Ding wasserabweisend ist, eine offizielle IP-Zertifizierung haben wir aber leider nicht. Was noch ganz nice ist, ist der Kopfhöreranschluss, denn den gibt es mit dazu. Außerdem läuft das Ding mit Android 11 und wir haben 6 GB Arbeitsspeicher. Kameras haben wir natürlich auch, in dem Fall sogar 4 Stück. Die Hauptkamera ist eine 64 Megapixel Kamera, dann haben wir noch die Ultraweitwinkelkamera, den Makrosensor und eine Kamera für die Tiefenunschärfe. Und die Hauptkamera unterstützt sogar einen Nachtmodus. Jetzt fragt ich euch mal, was würdet ihr schätzen, wie teuer ist das Ganze? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und ich löse es jetzt auch sofort auf, denn es kostet 189 Euro. Und das ist für die Technik, finde ich, echt nicht schlecht. Das ist kein Platz in dieser Smartphone-Liste, sondern etwas Werbung in eigener Sache. Dieses Video hat sehr, sehr viele Stunden Recherche gedauert und Spaß. Mein Ziel ist es einfach, 100 Abonnenten dieses Jahr zu erreichen. Wenn ihr mich dabei supporten wollt, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal und schreibt vielleicht einen Kommentar. Das wird mir sehr helfen und weiter in der Liste. Das zweite Gerät im Bunde ist von einem Hersteller, mit dem ich eher gerechnet hätte, nämlich Xiaomi. Im Vergleich zum Motorola haben wir natürlich ein paar Sachen, die da gleich sind. Ein paar sind aber auch besser und ein paar sind schlechter. Die Sache, die vielleicht ein bisschen besser ist oder anders, ist das Display. Denn es ist ein 6,43 Zoll Display, hat nur 60 Hertz, aber ist dafür ein OLED, was für manche ein K.O.-Kriterium sein könnte. Beim Speicher sieht es aus wie beim Motorola, wir haben 128 GB Speicher, der komplett erweiterbar ist. Der Akku ist auch 5000 mAh groß, bei dem Xiaomi lässt er sich aber sogar mit 33 Watt schnell aufladen. Auch ein Vorteil für Xiaomi, wir haben nicht nur den Spruch, es ist wasserabweisend, sondern Xiaomi hat es sogar IP53 zertifiziert. Als Prozessor haben wir auch einen Octa-Core, den Snapdragon 678. Noch ein paar Ähnlichkeiten, wir haben auch einen Kopfhöreranschluss, was für viele ganz nice sein könnte. Und alles basiert auf Android 11. Natürlich bei Xiaomi, aber eine andere Benutzeroberfläche. Manche sagen da vielleicht, ich mag eher Stock wie bei Motorola oder ich mag lieber das anpassbarere von Xiaomi. Vorteile beim Arbeitsspeicher hätte aber das Motorola, denn dort hatten wir 6, hier haben wir nur 4 GB RAM. Und bei der Kamera gibt es wieder Ähnlichkeiten, denn wir haben insgesamt 4 Sensoren wie bei Motorola. Allerdings der Hauptsensor hat nur 48 Megapixel. Es gibt aber auch einen Ultraweitwinkel, auch einen Tiefensensor und auch eine Makrolinse. Das heißt, die Sensorarten haben sie alle gleich. Interessant ist dann natürlich aber der Preis und wie es sich zu Motorola verhält. Hier haben wir einen Preis von derzeit 196 Euro. Das heißt, es ist minimal teurer als das Motorola. Hat natürlich aber beispielsweise ein OLED und das Motorola nur ein LCD. Dafür hat das Motorola 90 Hertz. Es sind natürlich alles so Sachen, wo der eine sagt, ich mag das lieber und der andere sagt, ich mag das lieber. Ich habe aber natürlich auch noch ein drittes Gerät, denn alle guten Dinge sind natürlich drei. Und da haben wir ein Gerät, mit der Marke hätte ich auch gerechnet, nämlich Poco, eine Schwester-Tochterfirma von Xiaomi. Das hat jetzt nochmal ein anderes Display, ein 6,67 Zoll Display, 120 Hertz, aber LCD. Hier haben wir auch den wenigsten integrierten Speicher, nämlich 64 GB. Den könnt ihr aber auch mit einer Speicherkarte erweitern. Dabei auch wieder wichtig, ihr könnt entweder eine SIM-Karte, eine Speicherkarte oder zwei SIM-Karten reintun. Das X3 hat auch den größten Akku mit 5160 mAh und ihr könnt ihn wie beim Xiaomi auch mit 33 Watt komplett aufladen. Da zum Vergleich,
Die neuen S21, 21, 21 Ultra, 21 Plus laden alle mit maximal 25 Watt. Das heißt, das Gerät lädt einfach mal schneller. Auch hier nice, wir haben eine offizielle IP53 Zertifizierung. Der Prozessor ist ein Snapdragon, nämlich der 732G, und der hat 6 GB Arbeitsspeicher mit dazu. Eine Android-Version, die ich gefunden habe, ist Android 10, die davor installiert sein soll, was natürlich nicht ganz so nice ist. Was eher ein nicer Punkt ist, ist der Kopfhöreranschluss, den wir auch hier wieder haben. Wir haben wieder 4 Kameras, wie soll es auch anders sein? Die Hauptkamera 64 Megapixel, dann noch eine Ultraweite, dann auch noch einen Tiefensensor und eine Makrolinse. Und ich lasse euch da auch wieder raten, wie viel denkt ihr kostet? Es kostet 175 Euro, also ist das günstigste von allen. Das ist natürlich sehr interessant, denn es hat ein 120 Hertz Display, das heißt die höchste Wiederholrate, dafür auch den größten Akku, der sich mit am schnellsten lädt, aber es ist das günstigste. Das heißt, es ist wirklich eine Sache, was mag ich da am liebsten? Ich konnte euch natürlich die technischen Daten sagen. Was euch da jetzt aber wichtig ist, ob ihr ein OLED wollt, ob ihr schnell laden wollt oder ob euch beispielsweise Stock Android wichtig ist, was natürlich das Motorola hätte, ist eine ganz persönliche Sache. Ich habe euch alle Geräte mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das war aber wie gesagt keine Werbung oder ist keine Werbung, von niemandem habe ich Geld bekommen, sondern ich habe einfach nur recherchiert und geschaut, was für Geräte gut sind und unter 200 Euro kosten. Wenn euch dann natürlich andere Geräte einfallen oder ihr mit irgendwas unzufrieden seid oder zufrieden seid, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Jetzt sind wir aber schon am Ende. Das heißt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr andere Geräte vorschlagen würdet oder andere konstruktive Kritik. Schönen Tag euch noch. Haut rein!